Küche. Wir machen heute Abend einen Geflügelfond auf ganz klassische französische Art. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir fangen an. So, ich habe hier Hühnerteile. Einmal Hühnerklein und einmal Hühnchenflügel. Das ist beides sehr billig und es ist auch okay so, weil es muss nicht schön sein für das, was wir machen. Es braucht nur Hühnergeschmack oder Geflügelgeschmack. Deswegen sind so günstige Teile hier vollkommen okay. Normalerweise würde ich trotzdem Bio kaufen, weil ich einfach finde, die Hühnchen, die Bio aufwachsen, die haben ein schöneres Leben. Aber das war jetzt einfach nicht möglich und deswegen muss ich jetzt leider mit diesen Sachen hier arbeiten. Aber ich denke, es ist jetzt ausnahmsweise auch mal okay. Ich habe hier ein Hackebeilchen. Das machen wir jetzt erstmal scharf mit dem Wetzstahl. Beim Wetzstahl ist immer wichtig, beide Seiten und ungefähr 15 Grad Winkel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist relativ flach. 15 Grad ist nicht viel. Also relativ flach. Das Messer halten oder das Beil an der Stelle. Ich zeige es euch mal noch mit einem Messer. Da geht es einfacher, weil das Messer nicht so groß ist. Langsam, ich mache es einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal unten. So, damit schärft man nicht das Messer wirklich. Wenn es einmal stumpf ist, ist es stumpf, dann muss man es mit einem Schleifstein bearbeiten, aber diese Methode hier mit dem Wetzstahl, die ist ganz gut. Für den laufenden Service, also wenn das mit der Zeit ein bisschen weniger gut schneidet, dann kann man das mit dem Wetzstahl gut hinkriegen. Der Hintergrund ist der, dass das Messer hier oben einen ganz schmalen Grat hat. Da wo es schneidet, ist es ganz schmal logischerweise. Und dieser schmale Grat, der ist so schmal, dass er mit der Zeit, wenn man schneidet, so ein bisschen kippt in die eine oder andere Richtung. Und dann ist das Messer natürlich stumpf, wenn ich in die Richtung schneide. Und das kann man mit dem Wetzstahl beheben. Dadurch wird dieser Grat wieder aufgerichtet und das Messer ist wieder scharf und schneidet wieder gut. Trotzdem muss man es 2-3 Mal im Jahr mit einem richtigen Schleifstein bearbeiten oder zum Schleifer geben. So, also das nur vorweg. Ich ziehe wie immer bei Geflügel Handschuhe an und mache meinen Abfalleimer schon mal auf, dass ich den nicht anfassen muss nachher, damit alles schön hygienisch ist, weil bei Hühnchen muss man wirklich ein bisschen aufpassen wegen Salmonellen, dass da nichts daneben geht, sonst kriegen die Leute, die das essen, alle Probleme hinterher. So, gut, also. Was ich jetzt mache, ist, ich schaue, dass ich das alles ein bisschen in kleinere Teile hacke. Nicht mikroskopisch klein, nur ein bisschen kleiner, weil je mehr Oberfläche wir da jetzt drin haben, umso mehr Geschmack kriegen wir hinterher ins Essen. Jetzt, nächster Arbeitsschritt, ein bisschen Pflanzenöl darüber und einreiben. Ihr seht, ich fasse das Geflügel nur mit der rechten Hand an, meine linke Hand fasst es nicht an. Dadurch ist die noch sauber. Und wir mischen das jetzt einfach nur so durch. Und hier habe ich ein Backblech mit so einem Gitter oben drüber, da lege ich jetzt alles drauf. Warum das Gitter? Damit die Luft im Herd da drumherum zirkulieren kann und meine Hühnerteile schön von beiden Seiten, von oben und von unten, Hitze kriegen und Farbe entwickeln können. Das ist das, was ich eigentlich jetzt brauche, dass die in der nächsten Phase, im nächsten Schritt
ein bisschen braun werden und wir schöne Aromen da reinkriegen, die wir dann später für unsere Soße, für unseren Fond verwenden können. Übrigens Geflügelfond sage ich jetzt bewusst. Natürlich ist es eigentlich Hühnerfond, aber Geflügel schmeckt, also ob es jetzt Ente ist oder Gans oder Stubenküken oder Taube, das geht alles in eine ähnliche Richtung. Und deswegen wird man diesen Fond auch nachher für alles verwenden können. Ob es jetzt eine Ente ist oder eine Gans oder ein Hühnchen, spielt nicht so die große Rolle. So, wir haben jetzt das alles fertig. Im Ofen habe ich 200 Grad Ober-Unterhitze. Da kommt das Paket jetzt rein. Ungefähr eine Stunde. Während unsere Geflügelteile im Ofen rumhängen, machen wir jetzt mal unser Gemüse fertig. Dafür habe ich hier vom Markt ein bisschen was eingekauft. Das ist viel zu viel für unseren Zweck, aber trotzdem können wir jetzt mal uns drum kümmern. Eine Knolle Knoblauch auf jeden Fall schon mal, dann Zwiebel brauchen wir auch noch. Einfach eine große Zwiebel, einfach vierteln. Dann Karotte, die schäle ich. Ich weiß, da gibt es jetzt Leute, die sagen, oh Gott, so viel Aufwand nur für ein bisschen Fond, aber ich finde, das macht einen Unterschied und deswegen lasse ich mich auch nicht davon abbringen. Also Karotte schälen. Und dann einfach ein bisschen grob in Stücke schneiden. Komm, wir nehmen noch eine. Dann ist hier drin ein bisschen Sellerie, das ist ganz wichtig. Auch da, weg mit der Schale. Und dann einfach ein bisschen kleinschneiden auch. Dann haben wir ein bisschen Rübe. Gleiches Verfahren wieder. Mit der Rübe bin ich ein bisschen vorsichtig, weil die doch relativ kräftig schmeckt. Und so dieser Rübengeschmack ist schon ein bisschen speziell. Zu viel davon wäre nicht gut. Petersilienwurzel. So, komm, wir nehmen noch eine. So, dann haben wir hier noch drin ein bisschen Lauch und ein bisschen Petersilie. Dazu kommen wir später noch. Für jetzt haben wir erstmal eine gute Mischung, denke ich. Und wir schauen mal nach unserem Geflügel, was das gerade so macht. Das ist alles noch ein bisschen bleich, also das kann noch
etwas Bräune vertragen. Unsere Hühnerteile sind jetzt eine gute Dreiviertelstunde ungefähr im Ofen. Zeit mal wieder nachzugucken und ein bisschen zu betrügen. So, das schaut doch schon gar nicht schlecht aus, ist aber noch ein bisschen hell. Was wir jetzt machen, damit wir nachher eine bessere Farbe in die Soße kriegen, ist ein bisschen hier drauf Tomatenmark, ungefähr so ein Esslöffel vielleicht knapp. Und wegen der Bindung, die wir dann in der Soße nachher haben, ein bisschen Mehl noch drauf. So. Und jetzt wieder ab in den Ofen für vielleicht nochmal so 20 Minuten. So, mein Hühnchen war jetzt eine Stunde im Ofen bei zum Schluss 190 Grad. Ich habe es ein bisschen runtergeschalten und wir schauen mal. Aber ich glaube, das passt wunderbar. Ja, schau mal, alles gut, schön gebräunt. Und das Ganze kommt jetzt in einen Drucktopf rein. Mal schauen, dass wir das abkriegen. Dazu kommt unser Gemüse, das haben wir vorhin ja schon vorbereitet, also Sellerie, bisschen Rübe, Karotte, Zwiebel, Knoblauch. Ich habe da noch reingegeben 2-3 Loggerblätter, ein bisschen Pfeffer und 2-3 Schoten langer Pfeffer. Den hatte ich einfach noch rumliegen, der musste weg, schmeckt aber auch sehr gut, finde ich. Alles rein. Dann Petersilie, Lauch. Alles rein. Kein Salz natürlich, weil wir wissen ja noch nicht, ob wir das Ganze hinterher noch einkochen müssen. Und außerdem noch ein paar Gewürznelken, finde ich immer gut im Fond. Geben einen tollen Geschmack. Einfach so 2-3 oder auch 4, aber mehr nicht, weil die sind sehr intensiv. So. Und jetzt das Ganze mit Wasser bedecken, kaltes Wasser. Dann habe ich hier den Deckel mit der Dichtung, mit dem Sicherheitsventil. Mal schauen, dass alles gut geht. Okay. Diese Drucktöpfe haben immer eine Markierung irgendwo, wie viel man reintun darf. Ich schätze mal, da sind wir jetzt hier ungefähr richtig dabei. Kurz noch durchmischen. Zu viel Wasser ist an der Stelle kein Problem, solange es jetzt im Rahmen der Sicherheitsmarkierung bleibt. Zu wenig Wasser wäre blöd, weil dann haben wir am Schluss zu wenig Brühe. Das wollen wir natürlich nicht. Also, Deckel drauf. Herd an, Vollgas, bis hier das Ventil rauskommt und das stellen wir uns dann richtig ein und dann lassen wir das Ganze ungefähr eine Stunde köcheln. Das entspricht so circa 3 bis 4 Stunden in einem normalen Topf. Kann man natürlich alles auch machen, wenn man die Zeit hat. Wir haben die Zeit aber heute leider nicht und deswegen machen wir die Methode im Drucktopf. Die hat außerdem den Vorteil, dass natürlich durch diese druckdichte Versiegelung kein Geschmack und kein Dampf und keine Flüssigkeit raus kann. Das heißt, es konzentriert sich alles da drin. Und es gibt durchaus Spitzenköche auch, die sagen, das ist eine tolle Geschichte. Heston Blumenthal in England schwört seit Jahren darauf und sagt, er macht seine kompletten Fonds eigentlich alle nur im Drucktopf, weil dieser Effekt, dass nichts raus kann, einfach den Geschmack so stark konzentriert, dass es am Schluss ungeheuer gut schmeckt. Ich weiß nicht, aber wir machen es jetzt heute mal so und wir schauen am Schluss, was dabei rauskommt. Unsere Hühnerteile waren jetzt eine Stunde
im Drucktopf. Der hat immer noch Druck, kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Wir nehmen den jetzt runter vom Herd. Und jetzt ist immer die Frage beim Drucktopf, wie kriegen wir den Druck raus? Da gibt es zwei Methoden. Die eine Methode ist die langsame, da kann man hier so einen Hebel immer drücken. Dauert sehr lang, gibt eine Sauerei. Oder man kann es hier unter das kalte Wasser geben, so lange bis der Druckanzeiger auf Null zurückgeht sozusagen. Es gibt Leute, die sagen, es ist schlecht für den Topf. Aber das habe ich noch nicht feststellen können. Also aus meiner Sicht ist es okay so. Und ihr seht, es sind nur ein paar Sekunden und alles ist gut. So, wir gehen mal hier rüber. Und schaut mal hier, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also eine Stunde war jetzt der Fond im Drucktopf. Wir gießen das jetzt ab. Und dann nachher kocht man vielleicht noch ein. Die Farbe, die ihr da seht, ist vielleicht ein bisschen, wirkt vielleicht ein bisschen komisch, aber das kriegen wir nachher alles noch hin. Wir haben jetzt unseren Hühnerfond eingekocht schon eine Weile. Ihr seht, dass die Farbe schon besser geworden ist. Die war ein bisschen hell vorhin. Ich habe jetzt ein paar Zwiebeln noch mit rein, die ich zuvor in der trockenen Pfanne auf der Schnittseite hier angebraten habt. Ich hoffe, man kann das sehen. Und diese Röstaromen oder diese Röstfarbe, die teilt sich jetzt auf dem Fond mit. Weil das mir immer noch zu hell ist, habe ich hier noch ein paar rote Zwiebeln. Rote Zwiebeln machen noch eine schönere Farbe in der Regel. Und die brate ich jetzt auch noch trocken in der Pfanne an. Ist noch nicht so weit. Die kommen dann auch noch rein und dann hoffe ich, dass die Farbe am Schluss dunkel genug ist, damit es nach einem ordentlichen Geflügelfond durchgeht, auch am Schluss.